Hallihallo, die Mountain Hill From Zero to Hero ist wieder hier am Start. Und ja, wie man sieht, ich habe ein bisschen Holz gemacht. Das heißt, wir sammeln jetzt mal das ganze gefällte Holz ein. Und dann bestücken wir mal wirklich das Sägewerk nochmal. Dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Es ist doch einiges geworden hier, muss ich sagen. So, hier ist einer, der will nicht. Warum willst du nicht? Du hast doch aber keine Dinger dran. Meistens ist das ja... Ah, jetzt. Gut. Ja, komm, wir sind aber jetzt nackig voll geworden. Ja, hier liegt dieser eine. Der liegt noch. Den können wir aber irgendwann mal später machen. Der muss halt noch ein Ast abgedingst werden. Guck mal, wir sind es wirklich knackig voll hier. So muss das sein. Da müssen wir aber gleich noch ein Bild machen. Bevor wir das einhüllen ins Sägewerk. So, das heißt, es müsste eigentlich gleich um 11 die ersten Paletten verteilt werden. Das ist es sehr gut, sehr gut, sehr gut. So. Dann einmal hier hin. Das weg, das weg. Machen wir mal. Oh. So, die erste Holzlieferung. Oder die zweite Holzlieferung. Ja, gut. So. Und leer. Dann schauen wir doch mal. Holz. Ja, es sind jetzt 60.000 Liter. Oh ja, passt schon. So, die Bretter können wir auslagern. Die Hackschnitzel, ich weiß gar nicht, brauchen wir... Oh, doch, wir brauchen Hackschnitzel. Guck mal. Wir bräuchten hier... Oh, das müssen wir mal ausrechnen. Das müssen wir mal ausrechnen. 215 mal 1488. 319.000 im Monat. Wir gehen auf eine Stunde, brauchen wir 13.500. Ja gut, hier machen wir 5 mal 5040. Das sind 25,2 plus 52,80 mal 5 plus 25.200. Ja, ist ein bisschen wenig. Sind 2.000 in der Stunde. Gut, wir könnten aber irgendwann hier drüben, ist ja auch noch der Holzhacker. War das der hier? Holzhacker. Da könnte man ja klar auch aus Holz noch Hackschnitzel machen. Und das dann eben auch zu Holzpellets weiterverarbeiten. Aber generell sagen wir mal, wir verteilen die auch. Es wird zwar jetzt noch nicht verteilt, weil wir eben keine Produktion aktiv haben, aber es geht schon. So, Feld 95 ist der schon fertig? Feld 95 Pflügen ist bei 70%. Ach, da ist er. Da habe ich jetzt übersehen. So, hier wird gefahren. Hier,
Die kuscheln schon wieder, die beiden. Schafft ihr das noch irgendwie mal? So. Gut. Ja, Kartoffeln dauert noch ein bisschen. Er ist auch fleißig. Es ist der Düngestreuer. Kollege, du könntest noch weiterarbeiten. Wir haben für dich noch was auf Welt 50 zum Beispiel. Dann würde ich doch sagen, begib dich dort direkt hin. Und alles Weitere sehen wir dann. So, der Kalkstreuer ist immer noch fleißig. Ach, guck mal hier, Grubbern ist fertig. Ist die Frage, haben wir noch was zu grubbern aktuell? Nee, aber wir haben hier noch eine Düngemission. Dann lassen wir ihn erstmal hier stehen, weil der muss bald weiterarbeiten. Das weiß ich. So, hier kommt noch einmal Diesel für die Düngerfabrik, ja. Wie gesagt, manchmal ist das Wahnsinn, was die zwei so treiben hier. Komm ich ja auch nicht weg von dem. So, dann lass uns mal selbst noch ein paar Ballen einsammeln. Machen wir hier noch ein bisschen. Ja, guck mal, hier liegt doch noch einiges rum. Dann schauen wir mal, was wir noch an Missionen abschließen können. Also zwei sind definitiv fertig. Ja, die anderen, ja, die 95 könnte eventuell noch klappen. Naja, müssen wir mal schauen. Ja, ich weiß, dass du tanken musst. So, aber wenn der da hinten fährt, dann machen wir hier weiter. Ich glaube, so viele Ballen haben wir hier gar nicht mehr. Dann wären wir hier durch. Was wir auch mal gucken müssten, wie es aussieht mit der einen Wiese, die speziell für die oder für den Komposter da ist. Was wir da, ob wir da schon wieder Gras machen können. Beziehungsweise eigentlich müssen wir generell mal auf unsere Wiesen schauen. Dann da weiterarbeiten lassen. So. Ich glaube, der da hinten fährt gerade weg. Das ist doch schon mal gut. Dann haben wir jetzt hier freie Bahn auf dem Feld. Thank you.
Wir könnten jetzt auch einfach halt. Vier Stück gibt's hier noch. Ja, komm. Die schaffst du auch selbst. Da müssen wir jetzt, glaube ich, nicht mithelfen. So, die 95. Das ist hier ein kleines Stückchen. Der ist auf jeden Fall gleich durch. So. Dann lass uns mal ganz kurz die Produktionen mal durchgehen. BGA ist na klar sehr gut gefüllt. Das ist gut. Nee, wir machen es anders. Die Wiesen, die wir haben. Das ist ja einmal hier die 65. Ja, die braucht noch einen Monat. Und hier. Die auch. Gut, also Wiesen haben wir erstmal noch nicht. Wie sieht es sonst mit Wachstum aus? Hier, das wächst, die beiden wachsen. Hier haben wir ja gerade erst angesät. Hier ist auch noch nichts. Also wir haben aktuell Zeit, würde ich sagen. Da tut sich noch nicht so wirklich viel. So, er fährt zum Parkplatz. Das ist gut. Parken ist immer gut. So, nächste Mission fertig. Die 95. Und das heißt aber, wir könnten den weiterschicken auf die 67. Abflug. So, ich brauche mal einen Traktor. Ich will noch mal gucken, was wir hier an Produktionen noch haben. Brauerei, ja. Weiß nicht, haben wir sowas wie Möbel? Schreiner oder so? Nein, Schreinerei. Möbel holen. Das wäre zum Beispiel, denke ich mal, was, wo wir die Bretter brauchen könnten. Schreinerei. Möbel holen. Lass ihn einfach mal dahin fahren. Vielleicht können wir uns das noch mal schnell angucken. Ich weiß nicht, wie lange der braucht. Naja, 5 Minuten. Aber wir können doch, warte mal, wir machen das jetzt mal ganz trickreich. Wir sind hier und würden chip hier oben rausfahren. Guck mal, dann gehen wir nämlich jetzt auf die Karte und gucken uns das an. Baumstämme, Bretter und Leerpaletten brauchen wir hier. Kostet 490.000. Weil wenn wir schon in das Holzgeschäft einsteigen, dann sollte man das auch mitmachen. Also heißt das, wir werden hierauf sparen. Auf die Möbelreinerei-Geschichte. Das wird unsere nächste Produktion werden. Ganz einfach. Noch bevor wir uns irgendwie mit neuen Feldern oder so beschäftigen, werden wir den Zweig uns noch schnappen. Und dann brauchst du aber da auch gar nicht hinfahren. So, was haben wir denn sonst noch Schönes? Ja, die Ölfabrik wird irgendwann kommen. Tabak, boah,
Papier ist, könnte auch interessant sein. Mal gucken. Das Papier direkt zum Verkaufen. Papier 2400. Ja, gut, die Holzpellets. Ja, der Holzhacker, Papier. Also, da gibt es einiges, was wir vielleicht jetzt in der nächsten Zukunft machen können. Und ich würde sagen, so die letzten paar Minuten, Holz. Machen wir Holz. So, wir sollten das Ding auch anmachen. Ja, wir müssen halt schauen, wenn wir jetzt wirklich das exzessiv betreiben wollen, müssen wir eigentlich auch wieder Bäume pflanzen hier. Das wird dann auch passieren. Weil ich glaube, Pflanzen ist irgendwann günstiger wie ständig neue Wälder kaufen. Wobei wir müssen da klar Flächen ja auch kaufen. Gehört ja zu unserem Plan hier, eben der Weltherrschaft. Da kommen wir nicht über den Baumstumpf. Warte mal. Baumstumpf entfernen, ja. Gut, und schon ist das Problem gelöst. Also wie gesagt, da müssen wir überlegen, ob es eher Sinn macht, nachzupflanzen oder ob wir erstmal alle Wälder nach und nach roden. Wobei ich denke, ein bisschen aufforsten ist immer gut. Wir können ja sagen, wenn wir hier wirklich das Waldstück komplett weg haben, dann werden wir erstmal nachforsten, aber auch parallel dazu gleich ein neues Waldstück kaufen. Aber wie gesagt, jetzt haben wir erstmal ein Ziel, ein neues, die Schreinerei. Und bis wir da sind, boah, wird ja nicht viel Zeit vergehen. Weil es geht ja inzwischen doch so rasant schnell hier. Und das wird na klar immer, immer besser, immer schneller. Weil wenn wir jetzt einfach mal gucken, die Holzbretter oder Bretter, die wir jetzt schon produziert haben, sind 4.500 Euro. Und das innerhalb von, sage ich mal, anderthalb Folgen, also von vielleicht einer Ingame-Stunde. Ja. So. Und da ich nicht weiß, warum man bei der Schreinerei auch Stämme braucht, machen wir halt Holz. Und wenn wir es da nicht unbedingt brauchen, dann geht das eben ins Sägewerk. So. Ach ja, gut. Wir sind aber auch schon wieder am Ende, ihr Lieben. Morgen geht's weiter. 400.000 Euro müssen wir irgendwie besorgen, damit wir
Meine kommen. Aber wir machen jetzt eins noch ganz schnell. Wir kassieren die fertigen Missionen noch. Guck mal. Zack, zack. Zack. So. Das war's aber jetzt wirklich für heute. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.